Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Einkaufssimulator. So, hier gibt es zum Beispiel Brot. Ach ja, anderes Ding kann man auch kaufen mittlerweile. Und die Dinger brauchen wir alles nicht. Ich meine, letztendlich brauchen wir ja alles, was hier ist, nicht. Eine Scheiße. Aber komm, kaufen wir uns ein bisschen Brot. Digga, wir können uns 1000 Brote kaufen. Eieiei. Was haben wir eigentlich hier drin? Gar nichts. Oh. Unsere Endertruhe ist ja leer. Das ist ja. Wie gesagt, nicht, hat ja jeder sein eigenes Inventar. Das heißt, wenn ich hier was reinmache und jemand anderes hat, hat er dort sein eigenes Inventar. Er sieht also mein Stuff nicht, sondern sieht sein Stuff. Heißt also, er kann auch Sachen reinmachen, worauf ich denn nicht zugreifen kann. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist, das Inventar der Endertruhen wird geteilt. Das heißt, wenn ich hier eine Endertruhe hinstelle und hier Stuff reinpacke und dann irgendwo anders auf der Welt eine Endertruhe hinstelle, ist der Stuff, der hier ist, auch in der anderen Kiste. Und zwar in allen Kisten. Das sind so die beiden Besonderheiten von diesen Endertruhen. Gibt es halt aus Minecraft. Ne, gibt es in Minecloon auch. Und ja, offensichtlich auch hier in mein Testgame. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, durch welche Mod die hinzugekommen ist. Endertruhe ist. Ach, durch die XD-Core-Mod. Ah, okay. Okay. Tja, was man sich natürlich nicht kaufen kann, ist Rainbow Ore, ne? Die kann man sich nicht kaufen. So eine Scheiße. Das Einzige, was wir gebrauchen könnten von hier. Saftladen, ich will mein Geld zurück. Gibt's hier Läden? Ah. Ja, der von Sören. Hier ist ja gar nichts drin. Kisten. 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 Oh, hier gibt's Hügel. Man kann sich. Warum kann man sich einen U-Bahn-Waggon kaufen? Die kann man doch gar nicht fahren. Naja. Vielleicht hatte sie so viel Eis, dass sie sich dachte, ja, kann man mal noch machen. Schlösser, ja. Sulfat, das können wir uns wirklich holen. Sulfat. Sulfat ist gut. Alles andere hier haben wir eigentlich alles. Oh, die Schätze, denn mit Wolle. Das ist die VIP-Lounge. Gut, dann gucken wir mal, wie viel Sulfat wir hier vorrätig hatten, ne? Da brauchen wir dieses Fünferzeug. Das heißt, 5, 5, 5, 5, 5, 5, da. Ach nee, ich muss ja durch zwei teilen. Ich muss ja aus den 10er Fünfer machen. Also, so. So. Ah, kann man viel höher stacken. Ah, nice. Das war's. Willst du mich ver. Das ist ja gar nichts. Ey, Betrug! Ich will mit dem Ladenbesitzer sprechen. Ey, ihr Schweine! Ihr habt Candy getötet! Das war alles. 160? Damit bin ich hergekommen. Oh, scheiße auch. Wie viel kann man die eigentlich stacken? Okay, also mehr als 1000 auf jeden Fall. Das ist interessant. So, dann machen wir daraus mal wieder das hier. Und dann daraus. Na gut, das ist natürlich super. Ja, ich gebe leider keine Bettler, denen ich das Geld hätte geben können. Sorry. Geschlossene Kiste von Toadi. Die ist ja keine Rabauke. Na, hier ist noch alles wie eh und je. Das einzige Haus, was sich nicht geändert hat. Alle haben gesperrte Kisten hier. Schweinerei. Gibt's hier noch andere Läden mittlerweile? Ich will irgendwo gerade mal ein bisschen mein Geld auf den Kopf hauen. Hier sind bloß Wohnhäuser. Oh, wir müssen mal was essen. Die Eisenbahn. Ja, genau, siehst du, ich wollte euch ja hier mal den Spawn zeigen. Ne? Wie gesagt, der Spawn hat sich halt hart geändert. Also,
So hat jetzt nicht, aber vor allem halt die Gleisanlagen haben sich geändert. Ne, man sieht hier zum einen hier, ne, das ist ja schon etwas länger bekannt. Weiß ich nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Aber ja, das hier ist, ist übrigens alles bei Toadi. Toadi. I don't know. Wie auch immer er halt ausgesprochen wird. Ja, daran hat sich nichts geändert. Ich mach mal kurz auf stumm. Aber wie gesagt, die Gleisanlage hat sich halt hart geändert. Man hat hier Abstellgleise. Auch so einen richtig schönen alten Waggon. Das Witzige ist, man kann halt bei den Advanced Trains einfach durchlaufen. Ja, I don't know. Und halt, wie gesagt, hier ein paar Gleise, die genutzt werden. Wobei hier sieht man schon, ist ein Zug, der abgestellt steht. Weil das Gleis nämlich nicht benutzt wird, soweit ich weiß. Das endet hier nämlich auch einfach. Hat man hier halt den Hauptkreis, der bei meinem Hotel lang führt. Und hier hat man einen Hauptkreis, der da hinten irgendwo nach links abbiegt und da hinten irgendwo der lang führt. Das ist auch, glaube ich, der Hauptkreis, der bei meinem, ja, hier, bei dem Let's Play Haus lang führt. Genau, hier hat Toadi auch so eine kleine mächtige Anlage gebaut. Und ein AKW. Übrigens, er hatte auch ein funktionierendes AKW gebaut. Ist nicht so gut gelaufen. Die Überreste von diesem Vorfall hängen, by the way. Hier. Ja. Da war ein bisschen Panik auf dem Server. Aber nur ein bisschen. So, wie gesagt, die hat da richtig schöne Parkanlage gebaut. Hier, gerade hier hinten, sieht es halt aus wie so, ja, wie halt so eine Parkbahn. Hat so irgendwie so ein, so dieses Feeling, auch hier mit dieser Hebeldraisine und allem. Ist schon sehr geil gemacht. Alles sehr schön, mit sehr viel Liebe gebaut. Oh, hier geht's gar nicht rein. Okay. Hier ist ein totes Gleis. Was damit wird, man wird sehen. Und hier ist dann die Schlaufe, wo es denn, also das hier ist jetzt eine Hauptgleis. Ja, das kommt quasi von hier. Geht hier dann nach links ab und geht dann da hinten durch den Berg, durch den Tunnel hier wieder zurück und ist dann das Gleis, was von hier kommt. Ja, das ist die eine Schlaufe. Und die beiden Gleise sind halt die Schlaufe, die dann auch zu meinem Hotel lang führen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie die beide miteinander in Verbindung stehen, die Gleise. Genau, wie gesagt, das Gleis, was da hinten lang führt, kommt dann hier aus dem Tunnel wieder raus und geht dann zurück. Und das hier ist das andere Gleis. Da geht. Ach nee, genau. Das eine ist das, was dort lang führt. Und das Gleis, was hier lang führt, das ist das, was dann hier nach rechts weggeht, was dann Richtung mein Hotel geht. Ja, das ist ja hier das Gleis da hinten. Hotel sage ich schon. Also zu unserer Let's Play Hütte. Das ist ja die Let's Play Hütte. Und, was ich letztens durch Zufall entdeckt habe, er hat hier seinen Bahn, ja, sein Treppendings ausgebaut, seine Unterführung. Da hast du ja zu allen Bahnsteigen schön hier, schöne Aufgänge. Und das hier ist neu für mich gewesen. U-Bahn. Wir haben eine fucking U-Bahn. Wenn das nicht geil ist, was dann? Soweit wie ich das verstanden habe, ist das vor allen Dingen deswegen, weil die U-Bahn geht halt in diese Richtung. Und hier habe ich ja jetzt so gebaut, dass hier, ne, dass das halt so ein alter verlassener Weg ist, der hier auch völlig überwachsen ist und überwuchert. Und hier ist halt alles gesperrt. So, hier ist eine alte Bahnanlage, ne, so ein altes Ding. Das eine Gebäude hier auch schon völlig runtergekommen und alles drum und dran. Ne, kennt man ja, habe ich ja schon vor Ewigkeiten mal gezeigt gehabt. Das heißt, hier kann kein Zug lang fahren. Und andere Züge lang bauen ist auch schwierig, weil, ne, hier, wie man hier sieht, da ist riesiges Dunkelheit. Da hinten ist halt ein großer Berg, wo auch eine Burg drauf steht.
Nee, ist auch alles so gewachsen und so. Alles cool. Und dementsprechend war halt hier eine Bahnanlage lang bauen wohl kaum machbar. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, quasi stattdessen einfach hier unten Tunnel lang zu bauen und dann halt eine U-Bahn zu bauen. Wie gesagt, soweit ich verstanden habe, war das der primäre Grund. Die U-Bahn verbindet bisher auch noch nichts wirklich. Die Stationen, die vorhanden sind, führen alle ins Leere. Aber ich meine, mit Infrastruktur kommen neue Projekte. Also vielleicht, wenn irgendjemand jemand mit der U-Bahn fährt und sich denkt, ach, das Gebiet ist geil, da baue ich, ah, dann ist das Gebiet nicht mehr so leer. Spawn City, Spawn City. Das dazu. So, dann gehen wir mal nach Hause. Und ja, was machen wir mit dem ganzen Sulfat? Ich pack's erstmal hier rein. Genauso wie das Geld. Das gute Geld. So. Aber wo ist jetzt der ganze Stuff, wo wir hier bauen wollten? Wir hatten doch hier offenbar so Rohre und alles Mögliche. Ach ja, jetzt habe ich alles einsortiert. Oh, was? Moment mal. Ja, hier ist ja auch Geld. Oh Gott, haben wir viel Geld. Oh Gott, haben wir viel Scheiße. Oh Scheiße, haben wir viel Scheiße. Gut, hier kannst direkt du und du rein. Achso, ich bin ja immer noch verstummt. Ah. Fällt mir gar nicht auf, weil privat spiele ich immer stumm. So. Nee, wollte ich nicht rein, ich wollte hier. Wegen dir und wegen dir. Dankeschön. So. Du rein. Und du da rein. So, was brauchen wir jetzt für einen Tunnel? Wir brauchen diese Rohre, wobei eigentlich brauchen wir die hier gar nicht. Die brauchen wir dann erst später auf der anderen Seite irgendwo. Wir brauchen bisher eigentlich bloß die Dinger hier, Pneumatik-Tubes. Und da brauchen wir aber noch eine Menge mehr. Wahrscheinlich. Und wir hatten noch irgendwo Gleise. Genau, wir waren auch dabei, Gleise zu bauen. So. Gleise und Tubes, das war bisher soweit alles. Genau. Dann bauen wir mal noch ein paar Tubes, beziehungsweise ich nehme einfach mal Plaste mit, damit wir bei Bedarf welche machen können. Aber ich jetzt hier nicht welche überproduziere oder sowas. Tubes. So. Alles. Okay. Auf in den Tunnel. Haben wir eine Lore? Wir haben nur eine Lore, oder? Wir hatten doch nur da. Hä? Plastik, Plastik. Achso, sind schon wieder verschiedene Sachen. Ah. Kunststoff. Ah, okay. Na gut, dann kann der Rest natürlich wieder zurück. Plastik, 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 Kunststoff. Ich mache mal das so, damit das nach da und das nach da. Dann, ne, haben wir da auch gleich einen optischen Trenner zwischen den beiden. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, hier. Das wollte ich gar nicht. Ich weiß mittlerweile nicht, ob wir das hier nochmal jemals benutzen. Weswegen ich am Überlegen bin. Aber ich meine, wir haben jetzt das Ding. Problem ist, wenn ich das Ding jetzt zumache, wenn wir unten kein Licht mehr haben. Gut, andererseits, es wird niemanden auffallen, weil wenn ich jetzt hier zumache und dann mich hier nach unten teleportiere, deswegen laut, dann ist es hier unten trotzdem hell, weil er hier unten gar nicht aktualisiert, dass oben zu ist. Einfach weil die Entfernung so weit ist. Ist einfach viel zu weit weg. Von daher, Alter. Ja. Siehst du, wir haben ja nur unser anderes Ding, ne? Wir haben ja irgendwo noch eins. Genau hier. Das war ja zu der anderen Mine, ne? Oh. Hier ist ja überall. Oh, hier ist ja überall noch Uran. Wir müssen nicht immer weiterbauen. Ja, da nicht zu nah rangehen, weil ohne Rüstung kriegt ihr da relativ
Also halt, ne, wird ja halt verstrahlt. Dementsprechend tut das weh. Ach ja, genau, hier ging es ja raus zu unserer komischen, zu unserer Ober-, also zu dem, zu unserer anderen Niederlassung. Wir waren ja da irgendwie weiter weg, ne? Wir waren da ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Aber das war ja, wenn wir hier bei unserem Haus sind, in die Richtung irgendwo. Da sind wir über das Wasser geschwommen und dann da hinten haben wir uns irgendwo niedergelassen und da haben wir dann den Tunnel nach unten gebaut. Das Ding ist das. Wo wir gerade drin waren. Gut zu wissen. Let to know. Ist hier noch was drin? Nee. Okay. Gut, wir brauchen unsere Bohrer. Alles andere haben wir. Und dann würde ich mal sagen, los geht's los. So. Aber wie gesagt, ich überlege, ob ich hier irgendwie zumache oder sowas, aber ich habe so noch keine zufriedenstellende Entscheidung getroffen. Von daher. Ja. Ich glaube auch, ich habe hier schon einen Abzweig gemacht. Weil wir hatten ja gemerkt, dass wir viel zu weit gebaut haben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir das im Let's Play gemacht hatten. Dass wir dann nochmal ein bisschen zurückgegangen sind und dann die Mauer da dicht gemacht hatten. Oder ob ich das als Admin gemacht hatte. Was ich auf jeden Fall als Admin gemacht habe, das weiß ich, ist, ich habe schon mal die Stelle markiert, wo wir nach links abbiegen müssen. Wobei mir auch eingefallen ist, dass das komplett dumm war. Ich zeige euch gleich warum. Wenn wir irgendwann mal da sind. Das dauert ja länger als bei der Deutschen Bahn hier. Ah. Whoopsie Daisy. Wow. Ich muss euch mal ganz kurz. Hey. Ah, geht doch. Wo nämlich gerade hier. Hab gerade Ringgeräusche, guck gerade raus, wo es draus direkt geregnet hat. Aber es regnet gar nicht mehr. Aber wir sind hier wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom Wasser. Ach guck mal, das war's schon fast das Ende. Lol. Ja, egal. So, genau. Und hier hatten wir irgendwie zugemacht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im Let's Play gemacht hatte oder nicht. Ja. Dann das Duster. Auf jeden Fall. Hier müssen wir nach links abbiegen. Habe ich mir vorgemerkt. Wie gesagt, habe ich das als Admin gemacht. Allerdings war ich dumm. Weil meine Idee war halt, als Admin habe ich mich halt umgeguckt und habe so gedacht, so, ja, wo könntest du hier lang bauen? Und habe ich gesehen, scheiße, hier ist ja Wasser. So. Und da dachte ich mir so, scheiße, wenn hier Wasser ist, dann kommst du mit dem Gleis hier irgendwo so raus. Und da hatte ich die geile Idee, dass ich den Tunnel einfach so lang ziehe, dass ich hier quasi einen Block zwischen habe. Also, dass der Tunnel genau hinter dieser Wand hier ist. Ne? Also quasi ein Block und dann kommt hier der Tunnel. Und da habe ich mir so zurechtgelegt, okay, dann müsste das Gleis da unten genau da abzweigen, wo es ist. Aber wie man schon sieht und wie ja auch eigentlich logisch ist, der Tunnel ist ja unter Wasser. So, der ist ja viel tiefer. Das heißt, er wird gar nicht hier lang gehen, sondern der geht irgendwo, naja, hier so lang. Das heißt, er hat mit dem Ding da oben erstmal per se fast nichts zu tun. Hätte ich mir die ganze Sache also mit dem Abmessen auch sparen können.
Jetzt haben wir natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, dann geht der der Tunnel da hinten halt. Guck mal, so viel haben wir, die ganze Strecke da hinten haben wir umsonst gebaut. Was für armselige Schweine wir doch sind. Genau. Wir können also den Tunnel erstmal vielleicht da oben schräg nach oben bauen und dann quasi den Tunnel wirklich hier auf dieser Höhe langführen lassen. Wobei natürlich dann wieder die Problematik ist, ich weiß nicht, wie weit ich nach oben bauen muss. Müsste man sich also auch erstmal markieren. Man merkt also, alles Scheißendreck. Ja. Gut, das wollte ich euch nur erstmal zeigen hier. Ach, ohne Farce ist das Leben so langsam. Das hätte man sich ja fast denken können. Okay. Das heißt, wir führen erstmal den gute Frage, wie machen wir es eigentlich am dümmsten? Die Frage ist, gehen wir jetzt schräg nach oben oder nicht? Irgendwo müssen wir eh nach oben. Von daher, let's go. Problem ist halt, so schräg zu bauen ist natürlich jetzt richtig hässlich. Ja, genau deswegen nämlich. Wir können jetzt wissen schon mal so machen. So machen. So, die Fackeln können wir erstmal hier direkt aufstellen. Man sieht übrigens, ich habe auch das Gebiet endlich mal geschützt. Ne? War hier alles ungeschützt. Und ja, jetzt nicht mehr. So, warum kurz die Spitzhacke hier? Ja, ich glaube, die Schräge müssen wir erstmal mit der Spitzhacke machen. Das wird anders kaum machbar sein. Das ist natürlich. Ich würde mal sagen, wir buddeln erstmal so lange nach oben, bis wir irgendwo oben rauskommen und Licht sehen. Und dann müssen wir mal abmessen, wie weit wir dann wieder zurückgehen müssen. Hier sieht es aber echt scheiße aus. Oh! Wir haben unser Essen vergessen. War Flute scheiße. Ah, ne, doch nicht. Never mind, alles gut. Als ob ich jemals aus der Ecke vergessen würde. Der war gut. So, wir müssen jetzt erstmal hier da. Upsi Daisy. Upsi Wops. Hey, hoch. Hab das Springen verlernt. Wo war es jetzt? Da. Oh, die Decke wird auf einmal so tief. In der richtigen Flucht? Doch, ist alles gerade. Ist oben einfach nur so eng. So, machen wir ein bisschen Licht. Langsam gibt die Spitze keinen Geist auf. Ja, Alter, wie geht denn das noch hier? Meine Spitzhacke ist bald tot. Der Weg ist so weit. Die
So, erstmal hier. Warum bist du so dunkel? Du sollst nämlich hier nicht meine Fackeln abbauen, Junge. Was ist denn los mit dir? Licht. Danke. Ja, schon besser. So sieht ein Tunnel aus. So, können wir hier schon mal Gleise lang legen gleich mal. Puh, wenn ich so wüsste, wie hoch wir noch müssen. Ah, gut, komm. Wir reparieren jetzt mal kurz unser unsere Spitzhacke. Haben wir noch eine dabei? Nee, ne? Nee. Ja, wir könnten auch stopp. Mit dem Ding hier arbeiten. Können wir schon mal ein bisschen vorausschießen. Mal gucken, wie weit wir noch müssen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wobei, Spitzhacke reparieren wir so oder so. Mit der kommen wir nicht mehr weiter. So, jetzt ist die Frage, jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwie schwierig hier einen geraden Fluchtpunkt zu finden. Okay, so müsste es funktionieren. Ich glaube, das ist der richtige Winkel. Ja, sieht gut aus. Müsste ich genau 45 Grad nach oben schießen. Oh, wir sind ja schon da. Das erleichtert jetzt auch natürlich ungemein. So, wer braucht eine Spitzhacke? Ich nicht. Ja, das war's ja schon. Ha, easy. Jetzt könnte ich sogar noch hier oben lang schießen, damit das hier auch nochmal. So. Und jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das hier machen soll. Ja, das war einfach, aber die Mitte wird schwierig. Das hier wird auch wieder einfach, zumindest wenn da nicht der Weg wäre. Ja, könnte funktionieren. Nur nicht die Maus bewegen. Aha, easy. War doch gar nicht mal so schwer. Oh, meine Spitzhacke, meine Spitzhacke. Meine Arme am Spitzhacke. Jawohl, ein perfekter Aufgang. Oh, ein perfekter Aufgang. Die Frage ist, jetzt müssten wir, wie gesagt, markieren, wie tief wir... Oha, wie tief wir... Ne, eigentlich gar nicht. Eigentlich können wir... Weil eben geht es ja bloß bergauf. Das heißt, wenn wir gerade durch wollen, dann wäre es sowieso fast am günstigsten. Na gut, hier geht es nochmal eins runter. Das heißt, es wäre wirklich am günstigsten. Sagen wir mal, wir lassen hier sicherheitshalber eine Schutzschicht von. Wann kommt hier Gestein? Oh, dort runter kommt erstmal Sand. Auch nett. Der, gut, die Spitzhacke ist sowieso durch. Die packe ich mal weg, bevor wir die mal außerdem benutzen. Okay, direkt zwei Blöcke drunter. Das heißt, ein, zwei, drei Blöcke sind tabu. Das heißt, der Block ist tabu, der Block ist tabu, der Block ist tabu. Wir müssen also den Block wegnehmen und den Block wegnehmen. Das heißt, wir müssen einfach... Bumm. So, weiter. Und dann müssen wir genau die richtige Flucht haben. Ganz schön laut, das Scheißding. Was? Ja, hier wird's dann. Wach, wie sollen wir jetzt... Wie sollen wir jetzt die Erde? Ich hatte doch gerade gemessen gehabt. Ah, nee, guck mal, hier haben wir wieder Gestein.
Das scheint wohl hier intern noch ein bisschen weiter runter zu gehen. Ah, oh Kacke. Oh Kacke. Alles Kacke hier. Alles Kacke. Wie auch immer du es machst, immer alles Kacke. Voll das geile Musikinstrument. Leck mich. So, die Frage ist, wie lang ziehen wir den Tunnel jetzt? Eigentlich müssen wir irgendwann irgendwo rauskommen. Oberirdisch. Meine ich. So, der Bohrer ist schon fast leer. Die Frage ist, wollen wir oberirdisch rauskommen? Oder wollen wir da rauskommen, wo ich diesen Marker gesetzt hatte? Ja. Gut, komm, ganz ehrlich, wir bauen erstmal hier kurz Strecke. Denn, wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt. Der Grund, warum ich hier eine Wand Platz lassen wollte, ist, weil ich hier so Guckfenster machen wollte. Versteht ihr, wie ich meine? Und da muss ich auf jeden Fall erstmal meine Spitzhacke reparieren. Denn das dürfte sie nicht mehr schaffen. Ey, verpiss da doch mal hier. Schlimm, diese Kühe heutzutage. Ist ja reine Rinderwahnsinn hier. Oh. Eine Schiene haben wir noch. Das ist geil. Eigentlich können wir die doch hier so hin machen, sodass man denkt, hier war früher mal was und ist abgebrochen. Optik und so. Gut, können wir das Ding gleich mal aufladen, das Ding reparieren, Steine wegschmeißen, also in unsere Anlage anlagieren. Und dann können wir doch nochmal... würde die Folge ja schon überziehen, wenn ich da jetzt nochmal hinfahre, die Löcher reinmachen. Ey, mach mal nächste Folge. Ich schmeiß die beiden Sachen erstmal in die Werkbank und dann soll es das für die Folge erstmal sein und für die Session. Und mal schauen, vielleicht habe ich dann danach sogar immer noch Bock, weiter Mindtest aufzunehmen. Dann kommen für euch noch mehr Mindtest-Folgen. Obwohl das ja jetzt schon fast 32. Ja, eben, müsste ja 32 Folgen am Stück gewesen sein, ne? Holy shit. Ich bin gerade so im Mindtest-Wahn, ich weiß gar nicht warum. Ja, genau. 24 Folgen, 3 Sessions habe ich schon aufgenommen, also 2, anderthalb. Und das ist jetzt quasi die zweite Hälfte der zweiten Session, die ich jetzt am Stück aufnehme. Naja, und wer weiß, vielleicht mache ich noch eine dritte Session mit wieder 16 Folgen. Holy moly. Ja, klingt gut. Klingt gut. Ich weiß auch gar nicht, irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Achso, sie sieht jetzt gar nicht. Komm mal ganz kurz hier, Alilu. Aha. Hier, die Videos, die noch geplant sind. Und ja, keine Ahnung, was hier passiert ist. Da scheint der YouTube-Logarithmus irgendwie einen Herzkasper bekommen zu haben und meine Videos so vielen Leuten vorgeschlagen zu haben. Wie gesagt, normalerweise liegen meine Videos so im Schnitt von, also gut, das jetzt hier, ATS und so, das ist sowieso mal ein bisschen weniger. Aber meine Mindtest-Videos liegen in der Regel auch nicht so viel höher, ne? Ich hatte hier Mindtest, ne, so. Nicht mal 100, ja. So über 50, vielleicht auch 50, so in dem Schnitt. Aber wie gesagt, hier bei den letzten, da war es fast immer 100, also an die 100. Hier einmal überstiegen, dachte schon so, ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt hier, also, das sind ja schon richtige Ausbrecher. 500 Aufrufe, keine Ahnung, was da passiert ist. Also, ich muss ja mal nochmal die Folge angucken, ob da irgendwas so Besonderes war, dass die Leute die Folge so sehr gemocht haben. I don't know. Ich kann mich an nichts erinnern. Außer meine Stumpfsinnigkeit, die aber in jeder Folge ist. Von daher, I don't know. Ja. So. Hier erstmal das Zeug rein.
mal wieder die Anlage ein bisschen hier zu Lema wecken. So. Dann kommst du da rein. Halt, andersrum. Du da rein. Du kannst auch gleich mal ein bisschen geladen werden. Und ganz ehrlich, du auch. Und du kommst da rein. Ah, das ist immer eine Schaufel. Lol. Gut. Und dann würde ich mal sagen, machen wir nächste Folge, wie gesagt, einen Tunnel da weiter. Ich muss mal gucken, wie gesagt, da, wo es diese Wand streift, würde ich gerne so eine Durchgucklöcher machen. Ich glaube, die machen wir einfach von außen. Wobei, von außen müsst ihr erst gucken, wie tief das Tunnel ist. Müssen wir erstmal abschätzen. Na, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall, genau, da so eine Durchguckfenster. Ob ich die einfach offen lasse oder wieder in der Glas reinmachen. Ich würde sie eigentlich eher offen lassen. Ja, und dann müssen wir wieder gucken, ob wir mit dem Tunnel wirklich an der Oberfläche rauskommen, ne, weil der Berg geht da irgendwann wieder runter. Und ist die Frage, ob wir den Tunnel einfach so belassen und dann der wirklich irgendwann rausguckt. Oder ob wir mit dem Tunnel erstmal wieder weiter runter gehen und dann dort rauskommen, wo ich diesen Stab platziert habe. Wo wir also frontal aus dem Berg rauskommen. Also bei einer Schlucht im Berg da rauskommen. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal gucken. Ja. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's auf jeden Fall mit der Folge erstmal und damit auch mit dieser Session. Und ja, dann werdet ihr sehen, ob als nächstes wieder ATS, ETS oder so kommt. Oder wieder meintest. Ich glaube aber mittlerweile echt schon fast eher meintest. Ich habe irgendwie so Bock auf meintest aktuell. Aber ich will nichts versprechen. Bis dann.